Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Jesus Tube. Heute dreht sich's wieder um das HTC, aber keine spezifische Programmvorstellung, sondern möchte ich euch heute zeigen, wie ihr denn überhaupt den Akku und die SIM-Karte in euer HTC Mozart einlegen könnt. Ich hatte damit am Anfang, ich sag mal, kleinere Probleme, da ich es nicht gefunden habe, wo man denn die SIM-Karte einsteckt. Ich habe auch bereits eine Anleitung auf NewHow dazu gepostet, aber ich möchte es euch hier im Video auch nochmal verdeutlichen. Wir nehmen einfach das HTC und wir sehen hier hinten schon schön diese drei Elemente und das unterste können wir entfernen, da kommen dann nachher der Akku und die SIM-Karte rein. Ich mache das Ganze mal, wir ziehen es einfach nach oben und können es dann ganz einfach abnehmen. So, nun liegt das Ganze hier frei und wir sehen, hier kommt der Akku rein. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Ne, man erkennt sie auf der Kamera nicht. Wir nehmen auf jeden Fall den Akku. Hier HTC und wir haben hier so ein kleines Symbol, man sieht, dass es so reinkommt in das Ganze, also vor allem wichtig, richtig rum reinschieben. Als allererstes müssen wir allerdings diese kleine Sperre hier lösen. Wir nehmen einfach dazu unseren Fingernagel, gehen nach oben und das Ganze geht nach hinten. Jetzt nehmen wir den Akku, schieben ihn ganz einfach rein. So. Jetzt könnten wir hier natürlich wieder zumachen, bringt uns allerdings noch nichts, da die SIM-Karte noch nicht drin ist. Das heißt, wir machen das Ganze wieder auf, nehmen unsere SIM-Karte und stellen sie, ja, Moment, der Akku muss nämlich wieder raus, und tun sie hier unten rein. Seht ihr das hier? Und die SIM-Karte kommt dann so rein. Wir schieben das Ganze nach innen, hier rastet etwas ein, sieht man das? Ja, hier dieses kleine Teil hier. Das blockt die SIM-Karte, dass sie nicht rausfällt. Wir packen den Akku wieder mit rein, machen diese Klappe hier nach oben, dass das Ganze schön verriegelt wird. Nehmen den Akkudeckel, beziehungsweise eben den Deckel zum Verschließen. Machen ihn drauf und das Ganze ist perfekt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, würde mich natürlich über Kommentare oder Bewertungen oder sonst irgendwas freuen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und sag haut rein.